Im Bereich der elektronischen Druckmesstechnik gibt es Drucksensoren und es gibt Prozesstransmitter. Prozesstransmitter haben einige zusätzliche Funktionen. Sie können direkt am Gerät parametriert werden. Über das Display lassen sich die wesentlichen Informationen direkt ablesen und einstellen. Darüber hinaus besitzen sie die Funktion des sogenannten Turndown. Der Turndown erlaubt es, einen skalierten Bereich innerhalb des Messbereichs einzustellen. Konkret bedeutet das Folgendes. Dieser Transmitter hat einen Messbereich von 0 bis 1,6 Bar. Der skalierte Bereich wird jetzt zwischen 0,4 und 1,2 Bar eingestellt. Nur in dieser Spanne wird gemessen. Das Ausgangssignal von 4 bis 20 mA verteilt sich nun ausschließlich in dieser kleineren Spanne. So können die Messwerte präzise ermittelt werden. Der skalierte Bereich kann innerhalb eines konkreten Rahmens individuell angepasst werden. Der Turndown kann im drucklosen Zustand, also getrennt vom Prozess, eingestellt werden. Auch eine Einstellung über Hard oder andere Bussysteme ist möglich. Die Einstellung des Turndown hat mehrere Vorteile. Innerhalb des skalierten Bereiches wird die Genauigkeit der Messung sichtbar gesteigert. Durch den Turndown sinkt die kostspielige Modellvarianz. Denn ein und dasselbe Modell kann nun in unterschiedlichen Messbereichen eingesetzt werden. Auch ein Überlastschutz kann so gewährleistet werden, ohne dafür auf Genauigkeit zu verzichten. Prozesstransmitter werden aufgrund des Turndown und der weiteren Funktionen für viele unterschiedliche industrielle Messaufgaben eingesetzt. Bei weiteren Fragen zu Prozesstransmittern oder dem Turndown wenden Sie sich an die WIKA-Experten.